Hä? Hier ist schon wieder so eine Tür, wo ich einfach nicht reinkomme. Ist ja unglaublich. Das heißt also, wir müssen da jetzt rein in diese Burg. Weil hier draußen wüsste ich jetzt nicht, wo es noch was gibt. Vielleicht gibt es hier drin ja wieder eine Abzweigung oder sowas. Wow! Und da auch nochmal hin. Und hinunter. Wo bin ich? Hallo? Noch ein Rucksack. Okay, das Spiel geht wohl davon aus, dass man hier tausendmal stirbt. Schon allein an dieser Stelle hier. Oh, eine Granate. Okay. Was bebt denn jetzt hier? Ah ja. Eine Plattform zur Hilfestellung. Fährt die eigentlich wieder rein? Die nächste Hilfestellung. Und höp! Und höp! Und höp! Und die nächste Plattform. Höp! Und höp! Okay, da muss ich wirklich springen. Yippie! Da könnte ich jetzt runterspringen, wenn ich das wollte. Will ich aber nicht. Wow! Das hat mich gerade erwischt, verdammt. Aber so viel Leben hat es nicht abgezogen. Boah, schon wieder. Zum Glück gibt es da immer Leben. Nein, 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 nein. Mann, hält der viel aus. So, diesmal hat es mich nicht erwischt. Eine Tech-Rüstung. Und sogar wieder mal ein zehnfaches Triforce. Was ist jetzt passiert? Ha! Mann! Eben gerade war das Spiel kurz aus. Und ich weiß nicht warum. Was war das? Bin ich gerade auf irgendeine Taste gekommen? Nö, eigentlich nicht. Also, ich wüsste es jedenfalls nicht. Wow! Was? Tschüss. So. Was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke? Ich habe ja eine Vermutung. Ich möchte jetzt aber vorher, bevor ich meiner Vermutung nachgehe, mal eben speichern. Also dafür, dass es so aussah, als ob wir gleich tot sind, haben wir das eigentlich noch recht gut wieder gerettet. Wo war denn das jetzt? Dafür muss ich... Ich hätte da einfach runterspringen müssen. Ich hoffe, dieser Knopf geht nicht wieder rein. Also raus. Okay. Die Gegner sind da jetzt gespawnt. Das war vorhin nicht. Ah, es ist tatsächlich offen. Aber es gab jetzt hier kein Chronoscepter-Teil, von daher... Ah, dann sind wir wieder hier oben! Wie cool! Okay, wir können speichern. Die Frage ist, mache ich jetzt noch weiter, oder? Ich glaube, ich mache noch weiter. Ich will dieses Level jetzt hier schaffen. Wo wir schon mal dabei sind. Mann, muss man hier springen. Jump-and-Run-Einlage. Okay. Was? Das war ja jetzt echt blöd. Ich lade jetzt einmal. Weil damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet.
Dann springt da einfach einer von diesen Soldaten hin. Bei sowas stürzen wir doch nicht ab. Im Normalfall. Mist. Ich habe jetzt die gute Munition verballert. Ich finde das ja schon stark, dass die Dinger hier viel, viel weiter auseinander sind als die anderen. Okay. Die Munition ist gerade mal abhandengekommen. Aber das ist jetzt mal sowas von egal. Alter, wie weit geht denn das? Da ist das Portal. Okay. Das finde ich nicht schon wieder. Also bei diesen... Das ist echt unfair. Oh, schon wieder beinahe runtergefallen. Okay, wenn da schon das Portal ist, dann ist es nicht mehr weit bis zum Ausgang. Also, dass wir da hinkommen zumindest. Gehen wir diesmal hier lang. Wow, wie gut man den mit einmal killen kann. Hier ist der Gegner aber immer der schwerere. Wo sind wir jetzt gelandet? Da. Oh, die Munition. Obwohl. Ne. So. Jetzt hier mal stehen bleiben. So, nächste. Das ist schon krass. Nach jedem Teil kommt da wer. Aber wenn man das erstmal weiß, dann überlebt man das auch viel leichter. Okay, da werde ich jetzt aber nicht neu laden. Dann gehe ich jetzt halt beim nächsten Mal, also bei diesem Mal, in der anderen Richtung. Ah, das ist nicht einfach. Hier sind die ja noch so schön zusammen, ne? Und hopp! Und nochmal. Und nochmal. Und jetzt! Hopsala! Und hopsala! Ui. Und hopsala! Wir kriegen ja auf jeden Fall noch ein Leben zusammen! Hinter mir. Oh, wie schwitzig meine Finger jetzt sind. Das ist echt unglaublich. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Leveldesign hier bei Turok 1 ist sehr originell. Und ich sehe auch gerade, ich weiß nicht, ob das auf der anderen Seite auch zu sehen war. Nein. Ich scheine hier eine bessere Wahl jetzt getroffen zu haben, weil da gibt es schon eine Menge, aber hier kann ich hochklettern. Mal sehen, wo ich da hinkomme. Ich denke mal zum letzten Schlüssel. Ich hoffe zumindest, dass es der letzte Schlüssel ist. Boah. Kraxel, Kraxel, Kraxel. Wie weit geht das hoch? Nein! Okay. Er ist besiegt. Das ist das Chronozepter-Teil.
Geheimer Bereich. Wo komme ich jetzt hin? Mir fehlt ein Schlüssel. Ernsthaft? Hier muss doch noch irgendwo ein Schlüssel sein. Wo habe ich denn den übersehen? Ach, das funktioniert ja sogar als Fahrstuhl. Das finde ich jetzt aber nicht gut. Jetzt mal ohne Scheiß. Wo ist der letzte Schlüssel? Ich will ungern da oben durch das Portal gehen. Wenn ich noch nicht den letzten Schlüssel habe. Kann ich denn da wieder zurück? Es müsste eigentlich gehen. Hupsa. So, das war jetzt gerade echt knapp, weil ich die Taste gerade zu früh losgelassen habe. Moment. Gibt's hier noch? Nee. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass der Schlüssel hier in diesem Bereich sein muss. Immerhin haben wir das Chronozepter gefunden. Aber hier muss irgendwo der letzte Schlüssel sein. Die Frage ist ja, wo? Hallöchen, Freunde, da bin ich wieder zurück. Ich habe jetzt mal kurz einen Cut gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Cut ihr gesehen habt. Ich habe den letzten Schlüssel jedenfalls gesucht und ich habe ihn wahrscheinlich gefunden. Und zwar, wenn man hier durchgeht, passiert das. Und ich habe keine Ahnung, ob das damit vielleicht noch zusammenhängt, ob wir hier vielleicht noch... Alter, das ist eine Arena. Ob wir hier vielleicht noch den letzten Schlüssel kriegen. Seid mit mir gespannt. Wir werden jetzt auf jeden Fall in die Arena hüpfen. Und, hier passiert aber nichts. Ah ja. Es ist ein Endgegner. Oh Mann, oh Mann. Wow. Der Gegner hat es aber ein bisschen in sich. Aber nur ein bisschen. Aber er ist echt machbar. Okay. Also auch selbst bei Turok 1 gab es Bosskämpfe. Na los! Du bist putt! Wow! Was? Noch ein Auto? Wow! Vor allem, wie krass das einfach ist! Das... ein Indianer gegen einen Jeep kämpfen muss. Ich nehme mal Tech-Pfeile. Muss ich denn den Typen da vernichten? Der hat ein Schutzschild. Ich glaube, ich muss... kann es sein, dass ich vielleicht drei davon... Es sind bestimmt drei Autos. Nee, Moment. Jetzt ist er tatsächlich dran. Hau ab! Boah, ey. Der macht aber ganz schön Schaden. Boah, ich treffe ihn nicht. Ich muss mit Maschinengewehr schießen. Na los! Krepiere! Boah! Der hält aber auch eine Menge aus. Tech-Pfeile.
Wow! Nein! Okay, mein Leben hat sich gerade wieder erfrischt. Na los! Ey, das gibt's doch nicht! Wow, 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 wow! Sind das Boomerangs? Schon wieder tot? Ernsthaft jetzt? Ich habe keine Munition. Wie cool ist das denn? Der kann einfach so durch dieses schrotte Ding laufen. Na endlich! Oh! Manometer, alle Leben vergeigt. Also die Endgegner haben es in sich. Was? Tatsache. Da kommt ein Schlüssel in der Mitte hoch. Warum macht man sowas? Und ich habe eine neue Waffe. Impulsgewehr. Sehr schön. Oh. Ich werde jetzt hier erstmal Munition sammeln. Da kannst du aber wetten. Ich hoffe, das Spiel lässt mich auch so lange Munition sammeln. Diese Spawnpunkte, die gibt es viel zu selten. Oh. Ganz im Ernst, ich bin fix und fertig. Vor allem erstmal darauf zu kommen, dass man doch durch das Portal laufen muss. Weil ich kenne das nämlich noch. Turok 2 kenne ich nämlich besser als Turok 1. Und bei Turok 2 ist es immer blöd, wenn du, ich sag mal, so einen Schlüssel verpasst. Weil dann musst du nämlich das ganze Level von vorne machen. Ich meine, hier ist das jetzt nicht ganz so problematisch. Aber trotzdem wäre es doof. So. Das dürfte da Munition sein fürs Maschinengewehr oder beziehungsweise für die Pistole. So, und noch ein Magazin brauchen wir. Sehr schön. Jetzt müssten wir eigentlich alles voll haben. Und dann holen wir uns jetzt mal den letzten Schlüssel. Da muss ja auch erstmal drauf kommen. Oh, wir haben es geschafft. Auch wenn es nicht gerade mit Bravour war. Wir haben ein Leben haben wir noch. Ich werde jetzt hier den Speicherstand überschreiben. Ach du meine Güte. Level 3 ist jetzt geschafft. Jetzt wäre Level 4 dran. Welches Level 4? Ist das hier Level 4? Das ist doof, dass das da vorher nicht steht. Level 5. Das ist Level 4. Okay. Wollen wir nur mal kurz einen Blick riskieren? Ich riskiere meinen Blick. Na, das geht ja schon mal gut los. Also das Messer. Ich halte mal fest, bringt nichts. Das Impulsgewehr ist echt gut. Zwei Schuss. Hä? Das Chronozepter-Teil. Egal. Wir machen das mal so. Ich werde an dieser Stelle einen Cut machen. Bring den dann nochmal um, wenn ich es kann. Ja, er ist tot. Jedenfalls, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich muss mal gucken, wie ich das geschnitten habe an der Stelle. Weil es ja doch etwas blöd lief am Anfang. Also, wo wir dann den Schlüssel gesucht haben. Aber wer kommt schon auf die Idee, nach dem Schlüssel beim Endgegner zu vermuten. Da wäre ich echt nicht drauf gekommen. Naja, egal. In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann in der nächsten Folge und in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis bald und ciao.